Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Bevor ich mit einem neuen Video zum Thema Spice-Modell weitermache, möchte ich euch heute nochmal hier ein kurzes Video zeigen mit ein paar kleinen Tricks aus KiCad. Und dazu habe ich hier mal ein Testprojekt geöffnet. Und wir sehen also hier ein leeres Schaltplanblatt. Und als erstes möchte ich hier mal mit der Taste A ein Bauteil platzieren und wir sehen hier in der Bauteilauswahl ein schwarzes Fenster. In der Standardauswahl ist das nicht vorhanden. Wie kann ich das hier einschalten? Dazu gehe ich hier auf Einstellungen und unter dem Reiter Einstellungen im Unterblatt EE-Schema kann ich hier den Haken setzen, Anzeige, Footprint, Vorschau in der Schaltplan Bauteilauswahl. Das bestätige ich mit OK, der Haken ist drin. Und sobald ich jetzt hier die Taste A drücke oder hier rechts über den Button Bauteile auswählen, dieses Fenster öffne, habe ich jetzt hier eine Footprint-Auswahl. Welchen Vorteil hat das? Ich nehme jetzt hier mal einen Widerstand und wir haben also jetzt hier einen Resistor oder Widerstand und ich kann hier jetzt schon an dieser Stelle einen Footprint zuweisen. Ich nehme jetzt hier mal einen SMD 1206 Handsolder. Ich weise den hier zu. Mit OK setze ich das Bauelement hier hinein. Ich annotiere mal die Schaltung und wir sehen jetzt hier in der Bauteil Footprint Zuweisung, dass hier dieser Footprint schon vorbelegt ist mit dem Resistor SMD. Das heißt, ich kann also diesen Weg hier abkürzen und meine Bauelemente schon von vornherein hier mit Footprints belegen. Vorsicht aber an dieser Stelle, das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich jetzt also dieses Symbol mit der Taste C mal schnell kopieren möchte, weil ich das nochmal irgendwo benötige und ich annotiere jetzt hier nochmal und wechsle hier wiederum in den Bauteil-Footprint-Zuweisungsdialog, dann sehen wir hier, wird dieser Footprint auch mit kopiert. Das kann also zum Problem werden, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Transistor-Symbol habe und ich möchte jetzt hier, was weiß ich, brauche noch einen zweiten NPN-Transistor oder eine zweite Diode und die hat aber jetzt meinetwegen ein anderes Package, dann wird das automatisch natürlich mit kopiert und ich muss dann im späteren Verlauf der Konstruktion der Schaltung natürlich aufpassen, dass ich dann trotzdem hier in meinem Bauteil Footprint zuweisen Dialog diese Footprints ändere. Ja, die Alternative ist, ihr macht es so wie bisher, lasst das einfach frei, fügt die Symbole ein, dann werden auch keine Footprints mit zugewiesen. Ihr könnt dann die Symbole frei in eurem Schaltplan kopieren, vervielfältigen und entsprechend dann später die Footprints zuweisen. Das ist also wie gesagt ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einerseits ganz schön, andererseits kann es auch schnell mal dazu führen, dass man vielleicht unter Umständen den falschen Footprint erwischt. So, ich kopiere hier nochmal zwei Bauelemente und zwar hier in diese Schaltung. Mit C und mit C kann ich kopieren und mit R, auch das hier nochmal erwähnt, kann ich dann das Symbol rotieren. Ich annotiere das Ganze. Und normalerweise würde ich jetzt ja hergehen und hier mit der Taste W oder über das Symbol Wire hier Leitung verlegen, mich jetzt hier so durchklicken von einem Element zum anderen Element. Das ist relativ umständlich und KiCad kennt hier auch eine schnellere Variante. Und diese schnellere Variante ist einfach so, ihr zieht die Leitung hier über das Bauelement. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr hier die Anschlüsse überdeckt oder erwischt. Und ihr könnt dann hier mit einem Klick entsprechend die Kreuzungen setzen und hier andocken. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier am letzten Bauelement andocke, setzt KiCad automatisch hier auch die Verbindung bei dem Bauelement, was ich hier überzogen habe oder gerade überdeckt habe, wird automatisch dieses Bauelement mit angeschlossen. KiCad unterstützt das und das kann ich jetzt hier im Prinzip über 4, 5 Bauelemente machen. Es würde genauso funktionieren. Ich mache es nochmal zurück. Ich werfe auch nochmal hier diese ganzen Leitungen heraus. Dann kann ich das auch an dieser Stelle nochmal hier über alles zeigen. Also ich ziehe hier mal einfach meine Elemente rum. Ich setze hier nur an den Ecken einen einfachen Klick, um
einen Ankerpunkt zu setzen für das Wire. Und wenn ich jetzt hier wieder anklicke, am letzten Punkt, einen Doppelklick mache, werden alle automatisch alle Bauelemente hier sauber angeschlossen. Das ist eine schnelle Variante, hier Leitungen über viele Bauelemente zu verlegen. Das sollte hier mal ein kleiner Trick sein, den ich euch noch zeigen wollte. Im nächsten Video geht es dann mit SPICE-Modellen weiter. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tom.